So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Gegnerzug. Im letzten Zug konnten wir schon einiges an Boden gut machen und sind mit unseren Panzerspitzen bis nach Baran gekommen und haben dazu teils sogar schon den Gegner aus der Stellung geworfen. Es schaut ganz gut aus. Aber jetzt schauen wir mal, was die Sowjets gemacht haben. Und ich werde das Replay versuchen, ein bisschen zu verlangsamen. Nicht wundern. Ich probiere das jetzt mit den Hotkeys. Einmal, zweimal verlangsamt. So, kurz angehalten. Also hier hat er seine Panzerspähwagen zurückgezogen. Dann sind sie wohl kurz hier aufgetaucht, haben unsere Infanterie hier aufgeklärt und sind dann wohl hier heruntergefahren, wo wir sie noch immer sehen. Durch diese Panzereinheit nämlich. Die Panzerspähwagen hier ziehen sich auch zurück. Die haben wohl gemerkt, dass da eine Gefahr ist, dass sie abgeschnitten werden. So, wir haben hier einiges an Artilleriefeuer auf unsere Panzereinheiten bekommen. Wir haben in dieser Abteilung hier tatsächlich einen Panzer verloren und das Dorf Baran hat sich jetzt in Schutt verwandelt. Das kann man jetzt nur da unten ein bisschen sehen, das zeige ich euch dann. Ansonsten, ja, ist nicht allzu viel passiert. Also einen Panzer haben wir verloren, ein bisschen Müdigkeit angesammelt, aber ist nicht wirklich der Rede wert. Wir hatten insgesamt sechs Bombardements. Das heißt, es dürften wohl drei Artilleriebatterien hier aktiv sein bei den Sowjets, das kann man schon sagen. Und die ehemals angeschlagenen Panzer hier dürften sich wahrscheinlich gesammelt haben. Die sind jetzt nicht mehr disrupted. Ziehen sich aber jetzt wohl auch zurück hier Richtung dieser Waldlinie. Okay, die leichten Panzer hier verschwinden und wohl hier nach Süden. Und die Aufklärer von hier sind auch noch mal weiter verschwunden hier. Die müssen noch irgendwo in diesem Bereich hier sein. Ja, also das wäre schon mal ein heißer Kandidat, wenn wir daran denken, eben Sowjeteinheiten hier im Süden abzuschneiden. Wir wissen, dass hier noch einmal die Spähwagen und eine Panzereinheit irgendwo hier sind. Hier kommt eine Panzereinheit aus dem Nichts heraus und stellt sich da hinein. Interessant. Okay, schauen wir mal ganz kurz. Da gibt es jetzt einiges an Infanterie auch schon. Das schauen wir uns dann genauer an in unserem Zug. Und das war's. So, und wir haben tatsächlich eine unserer Einheiten hat Munitionsmangel. Das muss eine der Panzereinheiten sein, weil das waren die einzigen Einheiten, die schon gekämpft haben. Das ist bedauerlich. Dafür haben sich beide Korps-Artillerieeinheiten jetzt aufgestellt. Hier, die sind jetzt feuerbereit. Das war eben eine 90-prozentige Chance. Also war zu erwarten. Aber natürlich hätte es passieren können, dass eine zumindest nicht feuerbereit ist. Und zwar, ja. Diese Panzereinheit hier hat diese Runde Munitionsmangel. Das war eben grundsätzlich so eine 70-prozentige Chance. Und wenn sie die verpatzt, kann es sein, dass sie noch eine zweite Chance gehabt hat. Je nachdem, ob das Headquarter aktiv war, war es. Und das war 1, 2, 3, 4, 5 von 9 Hexes weit entfernt. Das war dann ein wirkliches Pech, muss man sagen.
Also ich schätze, dass dieser zweite Test nochmal ungefähr 75-prozentige also Gelingchance gehabt hat. Das heißt, das hat die Panzereinheit hat jetzt wirklich zwei sehr hohe Chancen verpatzt eigentlich und hat deshalb jetzt diese Runde Low Ammo. Das führt jetzt natürlich nicht nur dazu, dass sie kampfschwächer ist, sondern auch die Moral ist jetzt um 1 gesenkt. Und dadurch kann es sein, dass die leichter disruptet und dann snowballt das ein bisschen. Ja, das ist ungut, aber damit müssen wir leben. So, schauen wir uns mal an, jetzt die Stellungen von den Sowjets hier. In dem Wald stehen die leichten Panzer. Hat er die von da unten raufgezogen? Das könnte sein, aber ich hätte die Bewegung da, hätte ich die gesehen. Ah, es kann durchaus sein, dass das die sind, ja. Wenn er sie irgendwie da entlang gezogen hat, kann das sein, dass ich sie nicht gesehen habe. Das da könnte die Einheit von hier gewesen sein. Und hier steht auch schon die erste Infanterie jetzt. Wir sehen da motorisierte Infanterie, die hier den Waldrand verteidigt wohl. Ganz interessant, da gibt es eine starke Konzentration. Und das ist verdammt gefährlich für ihn. Ich befürchte, das waren Fehler. Also Konzentration macht Sinn, wenn man gleichzeitig sicher ist, dass man nicht abgeschnitten wird. Dann stärkt man quasi die Linie. In dem Fall wird er aber abgeschnitten. Beziehungsweise, ach so, Moment mal, nein, stimmt, geht nicht. Geht nicht. Ja. Also ich müsste hierher und hierher kommen oder hierher und hierher, dann wäre er isoliert. Aber ich komme nicht hierher, weil er hier Kontrollzonen hat und hier Kontrollzonen hat und hier auch. Das heißt, diese Bewegung da auf die Flanke geht nicht. Und hier komme ich auch nicht durch, weil da seine Panzerspähwagen stehen. Es sei denn, ich greife die Panzerspähwagen an. Wenn ich die. Na, muss ich mir jetzt überlegen. Weil das wäre, glaube ich, schon ein saftiger Punkteverlust. Wenn wir hier die Pioniere, die jetzt da versuchen, Minen zu legen, interessant. Aber immerhin sind sie aus den LKWs ausgestiegen jetzt und nicht mehr so verwundbar. Und zwei Panzereinheiten gibt es hier. Also das wären schon saftige Punkte, wenn wir die da in die Bredouille bringen könnten und dann müsste er eben mit anderen Einheiten aus seiner Deckung herauskommen. Er hat hier auch, wie wir jetzt sehen, an diesem Pünktchen schon seine Stellung befestigt. Da steht zweimal Infanterie jetzt und eine Panzereinheit. Das heißt, er hat hier. Okay, die hat er einmal verlassen zwischendurch, die Stellung, sonst wären es 10%. Er hat hier jetzt insgesamt 35% Deckung in der Stadt hier und hier 25% im Wald. Also er befestigt das jetzt, diese Linie hier. Okay, ist mir jetzt gar nicht so ein Dorn im Auge, weil ich ja eigentlich hier unten rüber gehen möchte. Ja, soll er diese Linie hier befestigen? Ich muss jetzt nur schauen, dass ich die Linie quasi binde, damit sie mir nicht da in den Süden Probleme bereiten könnte. Okay. So, ich habe mir die Situation ein bisschen angeschaut und meine, wir könnten schon was ganz Interessantes machen. Und zwar, wir kommen hier mit dem Kraftradbataillon, kämen wir bis in dieses Hex hier und wir kämen ganz knapp mit dem Infanteriebataillon in das Hex hinein. Dann haben wir hier seine Panzerspähwagen isoliert, falls hier hinten nichts steht. Das ist noch die Frage, das weiß ich nicht derzeit. Das weiß ich nicht. Und dann könnten wir die hier festnageln mit relativ wenig Aufwand. Also wir würden halt unser Kraftradbataillon und ein weiteres Infanteriebataillon bilden. Und das dürfte ihn hoffentlich vielleicht dann eben dazu verleiten, mehr Truppen hier zu lassen und zu versuchen, die wieder freizukämpfen. Und das würde uns natürlich helfen. Je weiter seine Truppen von hier unten weg sind, umso besser für uns. Also das wäre schon eine Idee, hier einen Angriff zu machen und ihn hier in eine schlechte Situation zu bringen, die, wenn er sie auflösen will, ihn hier länger bindet. Das wäre so eine Idee.
Einen tatsächlichen Angriff würde ich hier nicht machen, weil die Situation ist für mich dann, wenn ich versuche, wirklich da diesen großen Stack irgendwie zu isolieren, genauso gefährlich. Ja, weil ich müsste dann auch ziemlich viele Einheiten da binden, damit ich nicht selbst isoliert werde. Ja, und das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das probieren. Ich schaue gerade noch. Ich komme leider nur in das Hex. Ich würde lieber in das da. Dann müsste ich nämlich nicht mit meiner Infanterie hierher gehen. Warte mal, wenn ich die aufsitzen lasse. Das Aufsitzen, das Wechsel vom Deployed in den Travel-Modus kostet gar nichts. Es kostet dann nur das Absitzen ein Drittel der Bewegung. Ja, aber das passt dann nicht. Ich kann es jetzt aufsitzen lassen. Mich dann eben hierher bewegen. Wobei das eben dann sehr riskant ist. Ja, ich müsste quasi aufgesessen auf den Motorrädern. Hier komme ich in die Sicht des Gegners. Das heißt, ab hier könnte Artillerie auf mich runtergehen. Und hier werde ich dann auch beschossen vom Gegner. Das wäre also doch etwas riskant. Ich überlege mir das nochmal. Ne, also ich werde das tatsächlich versuchen, ihn hier zu binden. Und zwar eben hier und hier. Das werde ich probieren. Ja. Ja, gegebenenfalls muss ich dann halt noch eine Einheit zurücklassen. Falls alle Stricke reißen und er mich hier isoliert, muss ich die Infanterie wieder frei bekommen. Schauen wir mal. Ich beginne aber im Süden. Ich möchte wissen, ob jetzt hier noch Feinde sind. Wie macht man das am besten? Schauen wir mal. Wir könnten uns hierher stellen und dann hier eine Recon-Spotting machen. Beziehungsweise, nö. Wir fahren einfach hier entlang und machen dann hier. Oder aber hier. Eigentlich wäre es hier besser. Eine Recon-Spotting-Fähigkeit. Ich hoffe, das geht sich aus. Sollte sich aber ausgehen, ja. So, da ist also noch die feindliche Aufklärungseinheit. Okay. Von der lassen wir uns jetzt aber nicht ablenken. Wir können ihr ja leicht ausweichen. So, und hier wird es jetzt interessant. Hier machen wir jetzt einmal von der Anhöhe aus hier eine Recon Spotting Action. Zack. Haben wir gemacht und wir haben nichts aufgedeckt. Das klingt einigermaßen vielversprechend. Das heißt also, das wäre super, wenn wir mit der Panzereinheit jetzt uns hier reinstellen könnten. Das wäre absolut ideal. Beziehungsweise vielleicht sogar hierher. Oh, das wäre das Nonplusultra. Warte mal, das dürfte auch leer sein. Kann das sein? Wie weit kommen die jetzt? Die kämen schon bis hierher. Das wäre geil. Ich überlege nur, ob ich da irgendwas übersehen habe, aber ich glaube nicht. Also es kann natürlich sein, dass da Feinde stehen, die wir durch unser Recon Spotting nicht gesehen haben. Das kann vorkommen. Aber so wie es jetzt ausschaut, ist das sehr, sehr offen. Also ich würde dann die Panzereinheit hier reinstellen. Dann könnte ich eigentlich das Objective womöglich sogar erobern, ohne dass ich diese Brücke schlagen muss und da meine Truppen rüberbringen. Und gleichzeitig würde ich halt verhindern, dass er mir da hier noch Einheiten herstellt, die dann meine Brückenschlag da irgendwie beeinträchtigen könnten. Und ich würde ihn auch auf eine einzige Brücke zwingen, wenn er auf die andere Seite des Dnieper wechseln wollte. Also das wäre ideal.
Das probieren wir jetzt gleich. Überlegen, ob ich irgendwas übersehen habe, aber nö, ich glaube nicht. Scheiße. Es wäre ja zu einfach gewesen. So, da stehen also zwei Panzereinheiten, aber die beiden stehen im Travel-Modus. Und haben jetzt noch nicht auf uns gefeuert. Und wir können nochmal, zwar mit geringer Munition, wir könnten nochmal feuern, aber die Entscheidung hebe ich mir jetzt noch auf. So. Interessante Frage. Sind die jetzt in unserer Reichweite? Nein, es geht sich genau um ein Hex nicht aus. Das hier erreicht unsere Core-Artillerie nicht mehr. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, weil wir dann die Gefahr hätten, dass ich das Dorf hier auch in Schutt und Asche lege. Und dann wird die Bewegung hier blockiert. Das wäre dann so wie hier. Das ist schon eben, das Dorf Baran ist jetzt schon durch das sowjetische Artilleriefeuer zu Schutt und Asche geschossen worden. Okay. Also das war halt jetzt der Fall, wo wir einfach hier den Gegner nicht aufgedeckt haben, trotz unserer Recon-Aktion. Das kann passieren. Okay. Aber trotzdem, dass wir hier stehen, ist schon mal viel wert. Wir stehen am Dnepr und beginnen da jetzt eben auch schon, da einen Versorgungskorridor abzusichern eigentlich. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir noch die ganzen Einheiten, die wir hierher bringen wollen, auch wirklich hinbringen und das auch absichern. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier noch was herbringen und uns gegen diese Einheit hier absichern. Pass auf, das könnte sich, ja, das kann ich eigentlich noch mit der Einheit hier machen. So, ich deute das einmal an. Ich überlege mir noch, ob ich sie dann wirklich in direkten Kontakt schieben möchte, die Einheit. Weil da bin ich dann halt im Kampf mit drei sowjetischen Panzereinheiten, die alle bessere Deckung haben als ich. Das ist wahrscheinlich nicht allzu ideal. Insofern überlege ich mir das, ob ich mir das leisten kann, hier ein Hex entfernt zu bleiben. Aber ich denke schon. Okay. Dann werden wir hier den Gegner im Norden versuchen zu isolieren und also zu binden. Da wird jetzt natürlich auch viel Feuer auf uns kommen, das ist der Nachteil, weil wir hier gegen einen Dreier-Stack dann kämpfen, sozusagen, aus lauter Panzern. Das ist vielleicht doch nicht ideal, muss man sagen. Und es kann eben passieren, dass ich selbst isoliert werde und dann muss ich noch eine dritte Einheit beigeben. Das ist wahrscheinlich dann doch nicht ideal. So, dann schauen wir mal, können wir jetzt da schon ungesehen. Ne, ungesehen geht das nicht. Das ist das Problem. Es geht aber dann ungesehen, wenn wir diesen Panzerspähwagen hier die Sicht nehmen. Mit unseren. Die haben 19 Punkte, 6 und 6 sind 12 und 6 sind 18. Das geht sich aus. So. Und jetzt sehen die da nämlich hier gar nichts mehr. Ne? Das ist der Sinn dahinter. Das heißt, ich laufe auch nicht in Gefahr, dass sie dann die Artillerie auf meine Unterstützungseinheiten rufen. Das da wäre ein Problem. Von hier aus sehen die Sowjets bis hier oben hin nämlich. Da könnte ich jetzt einmal temporär in die Sicht nehmen hier. Ja, ich habe 55 Punkte. So, und jetzt sehen sie trotzdem über mich drüber. Das ist aber scheiße. Wieso? 180 Meter Höhe und 160. Das sind 20 Meter Höhenunterschied,
Auf eine Distanz von 3 Kilometern. Wieso könnt ihr da über mich drüber schauen? Das ist blöd. Aber ich befürchte, das ist ein Risiko, das ich einfach nehmen muss. Weil der Umweg hier kostet mich, naja, gut, 12 Punkte extra. Kann man machen. So, dann setzen wir hier mal auf. Das Schöne ist da in dem Fall, die Felder sind hier nicht abgeerntet. Die blockieren daher die Sicht. Ja, wir haben noch Sommer, es war noch keine Erntezeit, daher stehen die Felder relativ hoch und blockieren die Sicht. Das hilft mir da bei der Annäherung. Ja. Weil wenn die da sehen würden, wie ich auf der Straße entlang fahre, können sie auch die Artillerie rufen. So können sie das nicht. Und ich komme bis hierher, das passt mir sehr gut. Beziehungsweise, na, da könnten sie mir rein theoretisch da unten durchschlüpfen. Aber das bin ich jetzt. Das nehme ich jetzt, dieses Risiko. Okay. Okay, ich muss jetzt nur überlegen, wenn ich meine ganzen Unterstützungseinheiten hierher bringe, dann muss ich sie von Norden her abdecken gegen die vielen Panzer. Und ein bisschen macht mir halt die Einheit auch Probleme. Die könnten mir eben da durchschlüpfen und dann da irgendwie blöd werden. Und vor allem meine Einheiten sichten. Ich befürchte, das kann ich kaum wirklich verhindern. Ne, pass auf. Wir beginnen einmal jetzt mit der Verlegung der Infanterie hier. Gut, wenn wir sie einfach, ja, wir können sie ja dann am Zielort in den normalen, in den Deployed-Modus überwechseln lassen. Dann bringen wir die mal hierher. Da müssen sie einmal über eine kritische Stelle drüber, wo feindliche Artillerie auf uns niedergehen könnte. Ist gut gegangen. So, wir könnten auch noch weiter. Allerdings müssten wir uns dann hier, ja, in voller Sicht des Feindes entlang dieser Anhöhe bewegen. Das geht nicht. Das ist viel zu gefährlich, würde ich jetzt sagen. Oder aber wir können das Artilleriefeuer vielleicht noch vorher ziehen. Dann könnten wir es probieren. Zumal, ja, das darf man nicht vergessen, das Gelegenheitsartilleriefeuer der Sowjets hat nur 50% Wirkung. Insofern ist es durchaus verlockend, die Bewegung noch zu machen, falls wir sie dann gegen diese Einheit abschirmen könnten da unten. Schauen wir mal. Könnten wir, dann werden wir das machen. Wir bewegen diese Panzer hierher. Und jetzt hoffen wir, dass möglichst wenig Artillerie kommt. Und zwar gar keine. Sehr schön. Also die Bewegung hat er jetzt gesehen, aber es kam keine Artillerie. Sehr gut.
So, die AT müssen wir nicht ganz so nah ranbringen, ehrlich gesagt. Wir können die, ja, das ist, diese beiden Einheiten sind normal schwere Artillerieeinheiten sozusagen. Das da unten sind schwere Artillerieeinheiten. Die brauchen ihre gesamte Bewegung, um sich aufzustellen. Die nur ein Drittel. Das heißt, das macht durchaus Sinn. Schauen wir mal, wo wir sie hinbringen könnten und schon aufstellen. Nur bis hierher, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Dann werden wir, oder? Wie schaut es denn da mit der Reichweite aus? Das ist eigentlich schon fein. Ja, dann werden wir die schwere Artillerie tatsächlich hier abprotzen lassen, glaube ich. Das ist eigentlich wirklich die größte Gefahr in dem Szenario für mich. Wenn der Gegner merkt, dass ich da hinten Artillerie stehen habe und ich nur so wenig Einheiten zur Verteidigung hier habe, kann er voll auf die Artillerie gehen und sich halt dann die entscheidenden Siegespunkte über die Verluste holen, die ich da an den Geschützen erleide. Gut, dann baue ich hier diesen kleinen Korridor auf. So, warte mal, er könnte von hier her, kann er sich nicht hierher bewegen, von hier her nicht hierher. Er kann sich von hier nicht hierher bewegen. Das würde eigentlich jetzt so passen. Also diese beiden Positionen bilden hier einen Lock sozusagen. Ja, die blockieren hier dieses ganze Gebiet. Da kommt er nicht durch, ohne nicht zumindest eine meiner beiden Einheiten anzugreifen, erfolgreich und zu verschieben. Und das, glaube ich, schafft er nicht. So, die Pioniere, die sind gedacht fürs Übersetzen. Oh, die kommen schon bis zum Dnieper direkt. Das ist perfekt. Und werden da eben nicht gesehen. Das ist auch das Schöne. Die Frage ist nur, ob sie sich wieder Artilleriefeuer zuziehen. Das ist die große Gefahr. Und wo wollen wir sie haben? Ich meine, dass es da durchaus Sinn macht. Sie können ja da dann die Infanterie übersetzen lassen. Ja. So, Daumen halten, dass wir keine Artilleriefeuer kriegen. Super. So, und bei den Bridge Engineers geht sich's gerade so nicht aus. Werden sie hier gesehen? Ja, hier würden sie gesehen werden. Da können wir nicht stehen bleiben. Es sei denn, ja, wenn wir die Einheit da herstellen, warte mal. Sie würden aber auch von hier oben gesehen werden, das ist zu riskant, ne? Das ist gefährlich. Das habe ich überhaupt jetzt unterschätzt. Es könnte durchaus sein, dass hier oben ein Gegner steht. Der sieht dann jetzt unsere in. Das ist blöd. Unsere in Marschformation befindlichen Pioniere, das habe ich verbockt. Das kann jetzt eine große Gefahr sein. Die Brückenpioniere sind nicht ganz so schnell unterwegs. So, der Divisionsstab sollte möglichst nah ran an diese Panzereinheit. Das wäre jetzt wichtig, weil die eben Munitionsmangel hat.
Und da kommt es jetzt ganz wesentlich auf die Distanz an. Schauen wir mal. Ja gut, wir kommen eh sehr weit. Ich überlegen, ob wir uns wirklich daher stellen. Da wäre es jetzt aber schon sehr nützlich, wenn wir die Einheit vorher disrupten könnten, ehrlich gesagt. Weil mit dem Divisionsstab will ich mir nicht das Gelegenheitsfeuer zuziehen. Schauen wir mal, ob da was geht. Achso, wir haben da keine Bewegungspunkte mehr. Luftunterstützung und nach wie vor nur die Aufklärer. Dann wäre das jetzt einmal ein Ziel für unsere Core-Artillerie eigentlich. Ja, weil wie gesagt, bis daher geht es sich nicht aus. Und das wäre jetzt ein gutes Ziel. Dann Feuer frei! Hat leider nicht gereicht. Wir haben nur ein Fahrzeug ausgeschaltet, aber sie sind nicht disrupted. Schlecht. Sehr schlecht. Gut, dann müssen wir uns für unseren Divisionsstab ein anderes Hex suchen, das eben möglichst nicht vom Feind eingesehen wird. Das hier wäre interessant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist halt 5 Hexes entfernt von der Panzereinheit. Okay, weißt was? Schau, wenn er auf unseren Stab seine Artilleriefeuer verwendet, kann er es zumindest nicht gleichzeitig auf unsere Pioniere hier verwenden. Also, wir arbeiten uns da über einen Zielüberschuss heran. Wir geben dem Gegner zu viele Ziele, sodass er sich für eins entscheiden muss. Und wenn wir hier sind, sind wir nur 2 Hexes weit weg. Das ist wesentlich angenehmer. Besser. Falls das Headquarter in Command ist, hat also die Panzereinheit jetzt eine sehr hohe Chance, dass sie ihren Munitionsmangel los wird. Okay, dann sollten wir dieses Dorf hier besetzen, weil das auch ein wichtiger Aussichtspunkt für die Sowjets wäre, auf meine Bewegungen. Dann mache ich das hier doch nicht. So, dann haben wir hier zugemacht. Hier ist jetzt auch zu. Und dann schauen wir uns noch das hier an. Also wir steigen auf die Motorräder und schauen, wie weit wir kommen. Das ist sehr komfortabel. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Ja, dann werden wir uns dieses Dörfchen hier erwählen. Okay. So, jetzt ist natürlich die Strecke hier vollkommen offen. Der Weg auf unsere Core-Artillerie. Deshalb. Ach, shit, jetzt habe ich sie. Ach Gott. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich aus Versehen den Packriegel hier aufgestellt. Er wäre aber eh nicht bis hier hinten gekommen, glaube ich. Wir werden ihn trotzdem nochmal in Travel Mode geben.
und beginnen zurückzuziehen. Den stellen wir da zur Co-Artillerie aus. So, wir könnten die Artillerie eigentlich hier aufstellen, oder? Spricht da was dagegen? Der Gegner sieht uns jetzt nicht und wir haben jetzt so einen Cordon gebildet, dass er da auch nicht reinstoßen kann. Die einzige kleine Möglichkeit, die es für ihn gäbe, wäre, wenn er mit der Einheit da nach unten ausbricht und hier rausflutscht. Aber good luck. Und hier kann ich mich eigentlich unbehelligt aufstellen, ja. Und bin dann auch mit meiner 10er Reichweite, glaube ich, gut mit dabei. Schauen wir mal. Zehner Reichweite reicht jetzt bis hierher. Das schaut gut aus. Aufstellen. Gut, und die schwere Artillerie, die können wir halt noch nicht aufstellen, aber die werden wir auch in diese Gegend hier bringen, um möglichst wenig verwundbare Ansammlungen zu haben. Ich habe nämlich nur so wenige Einheiten, ich muss jede verteidigen können. Dann stellen wir sie hierher, würde ich sagen. Gut, ich glaube, wir haben es dann ziemlich durch. Das war ein doch recht guter Zug, mit Ausnahme hier meines Pack-Fauxpas. Aber ich hoffe, dass er das nicht sofort massiv ausnützen wird. Wir können jetzt aber hier noch feuern. An und für sich ist das natürlich gefährlich, weil unsere Einheit in diesem Zug Moral C hat und disrupten könnte durch das Return-Feuer des Gegners. Allerdings hat der Gegner eben auch nur halbe Feuerkraft, weil er im Travel-Mode ist. Das heißt, das Return-Feuer wird nicht allzu gefährlich ausfallen. Wir haben zwar Low Ammo, das heißt 50% Feuerkraft, aber Gegner ist im Travel-Mode. Das heißt, auch die Defensive ist halbiert. Also im Wesentlichen gleicht sich das ziemlich aus alles. Und deshalb haben wir jetzt da noch eine Feueraktion. Wir können nicht isoliert werden, das ist auch immer ganz wichtig. Also wir feuern da jetzt einmal. Können wir uns aussuchen, auf welches Ziel, ist es mir jetzt gleich. Drei Fahrzeuge, das hat gesessen. Schauen wir mal kurz, was das betrifft. Wir haben jetzt 9 Siegespunkte durch die Verluste. 14 Fahrzeuge von den Sowjets ausgeschalten, die insgesamt 13 Siegespunkte wert sind. Wir haben 3 Panzer verloren bisher. Und 4 Mann.